Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiris hier. Und erstmal Props an euch, ihr habt mir diese 250 Likes-Grenze innerhalb von 1-2 Stunden direkt nach Veröffentlichung des Videos erreicht. Damit habt ihr mir signalisiert, ey Osiris, wir wollen auf jeden Fall zusammen sehen. Und ich habe gesagt, keine Scheu, ich bin auf jeden Fall bei einem Durchlauf dabei. Und dementsprechend machen wir heute auch einen Durchlauf beim Ultra Instinct Goku und Jiren Banner. Ihr seht, die Stones sind ready, die 140 Stones. Diese sind diesmal gesponsert von... meinem Geldbeutel, RIP-Geldbeutel an der Stelle. Seit langer Zeit muss ich ja auch mal wieder auf die Sales zugreifen. Ich habe da quasi diese 3x9 Euro waren es, glaube ich, und einmal hier diesen, die zwei Sales hier genommen, beziehungsweise alles da abgestoppt, was es dazu geben gab. Hab mir die Stones dementsprechend geholt. Ich habe noch ein paar Stones auf dem Account. Aber warum habe ich das Ganze aufgegriffen? Nämlich wegen den günstig Stones. Normalerweise kaufe ich auch günstig Stones über die Gem Shops. Nur seit einiger Zeit wissen wir, bieten gerade, beziehungsweise sind die Global Dokkan Stones Dienste offline, also über die Gemshops kann man keine globalen Dokkan Battle Stones holen. Warum das Ganze? Das hängt nämlich davon ab, dass die Gemshops auch von einem anderen Anbieter kaufen und dieser bietet gerade seinen Dienst quasi nicht an. Deswegen sind den Gemshops die Hände gebunden. Ich wollte das nur quasi auffrischen, damit ihr, falls ihr euch gefragt habt, was geht denn da ab, beziehungsweise in letzter Zeit, wenn ihr den Rajo geschrieben habt und er euch nicht geantwortet hat, er lässt quasi die Mails ungeöffnet, damit ihr nicht durcheinander kommt, weil momentan eh nicht nur er, sondern bei vielen Gemshops keine globalen Dokkan Stones verkauft werden. Daher die Information, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Ich hoffe, in nächster Zeit geht es wieder weiter. Wenn wir neue Informationen bekommen, dann lasse ich es euch auf jeden Fall wissen auf meinem Discord-Server. Schaut auf jeden Fall vorbei. Der Link ist in der Beschreibung, damit ihr da nur quasi Bescheid wisst. So, wir sind im Ultra Instinct Goku und Jiren Banner. Und zwar funktioniert das Ganze so. Wir haben ja gesehen, es gibt einen super Multi-Discount. Das Ganze läuft dementsprechend, dass der erste Multi am 40 Stones kostet, das werden wir dann sehen. Dann zweiter, dritter, 50 Stones. Der vierte wird kostenlos sein. Das Ganze wiederholt sich dann einmal. Und nach 8 Multi-Sum ist dann quasi alles wie üblich. Dann gibt es keine Discounts mehr. Dann kostet jeder Multi-Sum 50 Stones. Jedoch natürlich mit einem GSSR. Und dieser GSSR pro Multi-Sum ist entweder gefeatured oder nicht gefeatured. Also das wurde quasi im Global schon früher implementiert und ich bin echt gespannt, was wir daraus ziehen, was wir vor allem aus diesem Banner ziehen, denn aus diesem Banner, Ultra Instinct Goku habe ich schon, aber wie gesagt, Dupes können an der Stelle nicht schaden. Jiren habe ich nicht, mit Jiren konnte ich mich eigentlich noch gedulden mit Super Saiyan Blue Evolution Vegeta, aber er ist ein Banner und wenn wir ihn droppen, dann nehme ich ihn auf jeden Fall an. Selbes mit Angel Go und Freezer, aka der Albtraum des Chefs. 1200 Stones haben wir nicht gezogen, ich bin mir sicher, wir ziehen ihn. Schauen wir mal. Kefler würde ich auf jeden Fall gerne an. Weitere Dupes für sie. Kalifla ist auf 100%. Kalifla muss an der Stelle nicht sein, aber wenn sie kommt, ich könnte nicht nein zu ihr sagen. Kale, ein Dupe brauche ich nur für Kale. C18 habe ich nicht. Das neue Unit nehme ich auf jeden Fall an. Ihr merkt, es sind wie viele Karten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 gefeaturete SR heißt 5% werden durch die Anzahl der gefeaturten SR geteilt. 7, das sind 7. Und dann kommen wir bei pro Charakter ungefähr sind wir bei 0,73 irgendwie um den Dreh herum Prozent pro gefeaturten Charakter. Die restlichen 5% quasi. So sind JP. Wir haben hier die Rates natürlich nicht. Sind dann für die nicht gefeaturten Charaktere. Anyways, dann würde ich mal sagen, wir legen los und schauen einfach, wie das Ganze läuft. Machen wir unseren einen Durchlauf auf jeden Fall. Ihr wolltet das sehen. Ich bin dabei für ein bisschen Entertainment, habe ich gesagt, kein Thema. Und natürlich wollen wir auch auspullen. Erste Mal, ich sage 40 Dragonstones und an der Stelle bin ich auch gespannt. Beziehungsweise wegen den Animationen. Wir haben jetzt zwei Pots. Was heißt, beziehungsweise warum sage ich wegen den Animationen? Weil wenn jetzt solch ein Super Saiyan 3 kommt, dann wissen wir ja, das ist der garantierte SSR. Also so hart verblüffen wird das mich nicht. Deswegen wäre es eigentlich cool, wenn sie die Animationen mal aktualisieren. Was ich geil finde, ist zum Beispiel, wenn sie die Shellung-Animation erscheint ganz, ganz selten, aber diese signalisiert, dass du halt gerade den SSR bekommst, wie Super Saiyan 3. In den Daten selbst steht quasi drin, dass es ein SSR ist oder höher, aber es droppt ja keine höhere Rarität als SSR. Deswegen würde ich es cool finden, wenn sie die Shellung-Animation aktualisieren und dass darauf, dass wenn Shellung kommt, dass wenn Shenlong die Animation kommt, ich selbst hatte sie noch nie, es uns signalisiert, dass es, beziehungsweise dass der garantierte SSR gefeatured ist. Das wäre cool, aber wie gesagt, das gibt es bis jetzt nicht. Also, ja, wir wissen, wir kriegen auf jeden Fall gerade einen SSR pro Multisum und die Animation, die, wenn die da kommen, dann wissen wir, okay, das ist der oder halt auch mehr. Aber das sagt dann nicht zum Beispiel, dass wenn Super Saiyan 3 kommt bei Multisum, das heißt nicht, dass dann garantiert zwei SSR sind, weil Super Saiyan 3 kommt. Nee, das ist dann quasi wegen dem letzten GSSR. Der letzte GSR, apropos, ist dann bei uns hier wahrscheinlich... Ey, der ist es, Super Saiyan 3 Vegeta GK.
Super Saiyan 3 Vegeta GT. Ja, nehme ich an, also ihr wisst ja, dass das Ganze läuft. Natürlich ist der Prozentsatz, dass ein nicht gefeaturter SSR der letzte sein wird, der garantierte höher. In JP ist das so, dass 95%, dass der letzte nicht gefeatured ist und 5%, dass er gefeatured ist. Für die Anzahl natürlich, die da geteilt wird. Aber ja, was soll's, was soll's. Naja, erst Multi Summon, ein SR, nehmen wir mit. Beziehungsweise, ja. Das wäre eigentlich ein Dead Multi, das wäre eigentlich ein Dead Multi. Deswegen nehme ich diesen SR auf jeden Fall mit. Dieser Vegeta bekommt mit Zug und noch sein Awakening. Deswegen passt das an der Stelle. Wenn euch das Ganze aber bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu hier seid, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Drückt auf den Abo-Button, falls ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Abo-Glocke. An der Stelle hatten wir keine Pots mysteriös, wir haben Rainbow und wir bleiben nicht Baseform. Wir gehen in Super Saiyan. Was ziehen wir hier noch? Was ziehen wir hier noch? Ja, legit, ich nehme eigentlich alles an, wenn ich ehrlich bin, ja, weil ich habe schon mehr oder weniger alle Charaktere, viele andere könnten mich gedulden, aber wenn dann natürlich ein Jiren oder Angel Gohan Freezer poppt, ey, die nehme ich auf jeden Fall an, wie gesagt. Aber wir machen bis jetzt weiter mit Super Saiyan Gohan in seinem Pyjama-Anzug, gefolgt von C17. Aber wenn ich, ui, okay, nicht gefeatured an der Stelle, aber Vegeta Blue, nehme ich an. Vegeta Blue, Tag Vegeta Blue, warum nicht, auf jeden Fall. Mein Boy Vegeta, da sage ich nicht nein dazu. Aber wenn ich ehrlich bin, ich wollte gerade sagen, wenn ich ehrlich bin, fühle ich an den Multisummen irgendwie nichts, die fühlen sich so kalt an. Wir ziehen zwar SSR, aber es wundert mich nicht, dass sie nicht gefeatured sind. Wir kennen ja unseren Fluch mit Hashtag nicht gefeatured. Es wundert mich legit nicht, aber ich würde es trotzdem cool finden, wenn wir zumindest aus den 4 Multisummen einen gefeatured SSR ziehen, damit wir wenigstens sagen können, wir haben einen gefeatureden gezogen und nicht, dass wir da immer mit nicht gefeatureden rausgehen. Naja, hier haben wir Tenshinhan an der Stelle. Er gilt die Godku. Nehme ich auf jeden Fall an, weil er hat ja sein Awakening bekommen, jetzt mit dem Ultra Instinct Goku Event. Und der wird auf jeden Fall gut, beziehungsweise sehr gute Unit nach seinem Awakening. Hier haben wir aber drei nicht gefeaturede, beziehungsweise ist unsere SSR, also wir ziehen SSR wirklich. Wir haben jetzt 4 SSR aus zwei Multisummen gezogen, richtig geil. Natürlich sind sie aber nicht gefeatured. Also bei dem letzten GS wundert es mich das nicht. Aber hier die zwei könnten, wenn sie gefeatured wären, das wäre auf jeden Fall lecker, sage ich mal an der Stelle. Anyways, wir sind schon beim dritten Multisum. Danach haben wir unseren kostenlosen Multisum. Schauen wir mal, was danach abgeht. Und dann haben wir auf jeden Fall unseren Durchlauf beim Jiren-Banner. Wie ist es bei beim Jiren und Unigoku-Banner? Wie ist es bei euch verlaufen? Habt ihr da gut gezogen? Konntet ihr das ziehen, was ihr ziehen wolltet? Auf Twitter habe ich bereits gesehen, ihr habt wirklich gut gezogen. Da hat die Multisum gesehen mit zwei UIs, ja, und das, ich weiß, also wenn das zwei UIs wären, boah, das wäre richtig geil. Lasst mir in den Kommentaren wissen auf jeden Fall, was ihr gezogen habt und ob ihr da zufrieden seid oder nicht. Wir machen weiter mit Nappa. Dann folgt Botamon, sehr genau, richtig. Gefolgt von Boo! Mr. Boo! Mr. Boo an der Stelle. Tagoma. Ich bin echt gespannt, ob wir einen gefeaturten S erzählen. Ich bin wirklich gespannt, aber ich denke halt legit nicht. Naja, Rasin oder Rajin oder whatever. Und zwar kommt dann Magetta. Jetzt hat auch die Sache, da ja in jedem Banner, beziehungsweise in jedem Multisum, nicht Banner, in jedem Multisum ein garantierter SSR ist. Das ist ein Warlock, aber war das schon der letzte? Natürlich nicht. Ihr wisst wahrscheinlich, warum ich lache, oder? Der hätte zum Beispiel gefeatured sein können, also die Chance wäre höher. Natürlich nicht gefeatured ist er, wir haben jetzt den letzten Multisum. Diesen Trucks habe ich glaube ich noch nicht, den nehme ich an. Was ich aber sagen wollte, jetzt nachdem jeder Multisum garantiert ein SSR uns garantiert, gibt es quasi keine Dead Multis mehr und jetzt bin ich auf die Reaktion halt gespannt, vor allem der Leute. Ich meine beispielsweise hätte ich jetzt nur diesen Trunks gezogen, ich hätte immerhin ein SSR gezogen. Aber dann kommt natürlich drauf an, was dieser SSR ist. Der Trunks ist nicht schlecht, man kann ihn awaken. Aber wäre es irgendwas anderes, wäre ich da auch nicht zufrieden, wenn ich ehrlich bin. Aber was ich damit sagen will, es gibt halt nicht mehr diese Memes mit Dead Multis. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber nein, nein, nein. Nutzt das aus, Leute. Wenn ihr Multisum machen könnt, macht Multisummen, damit ihr dann immerhin ein SR rausbekommt. Weil es gibt auch sehr, sehr gute nicht gefeaturete Units. Mass Saiyan, Super Saiyan 2 Vegeta Bulma, Beerus, eigentlich auch Caulifla, Kale, Kefla etc. Aber hier sind sie ja natürlich gefeatured. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kommen zum letzten Multisum. Und ja, wie bereits gedacht, ziehen wir... Like legit, das waren drei Multis. Im ersten hatten wir natürlich einen, dann hatten wir hier zwei, drei und hatten wir in einem anderen hatten wir da drei oder vier, ich weiß gar nicht. Wir haben glaube ich so sechs Esser gezogen und keiner davon war gefeatured. So, warum?
Ja, Super Saiyan 3. Geil, freue ich mich. Ne, wir wissen ja, das ist auf jeden Fall der letzte ist auf jeden Fall das signalisiert uns auch Super Saiyan 3 Animation. Aber darüber hinaus ziehen wir darüber hinaus was. Vor allem ziehen wir dann gefeatureten, also ein gefeatureter, bitte. Egal welcher. Von mir ist auch die neue C18. Hauptsache gefeatured. Naja, schauen wir mal, was hier. Jawohl, Kale. Kale, genau du bist es. Kale ist gefeatured. Kale nehme ich an, das ist der letzte Dupe für Kale. Sie ist dann auch auf 100%. Sehr, sehr cool. Hier kommt Cooler und sagt: Ey, du hast gemeint, du siehst Angel Gold Freezer. Falsch gedacht. Ja, falsch gedacht, falsch gedacht. Also, Angel Gold Freezer haben wir an der Stelle immer noch nicht. Aber Angel Gold Freezer kann mir auch gestohlen bleiben nach den 1200 Stones. Wenn er nicht aufpoppen will, dann will er einfach nicht aufpoppen. Kein Thema. In JP kam er legit mit zwei Singles zusammen. Und das nehme ich an. Und wir schließen ab mit Tarts. Yes, tun wir wahrscheinlich. Das war der letzte, der mich alles täuscht. Great Ape Tarts, ihr wisst es, der ist bei mir schon mehr als 800%, also mehr brauche ich von ihm nicht. Anyways, Leute, wir haben immerhin. Wow. Also, wir haben gut Esser gezogen. Aber halt legit nur einen gefeatureten. So wäre das ein anderer, vor allem Free-to-Play-Spieler, der da für Ultra Instinct Goku summoned und der würde so rausgehen wie ich. Bin mir sicher, das würde wehtun. Ich hoffe, bei euch ist das nicht passiert. Ich hoffe, ihr habt das gezogen, was ihr wolltet. Ich bin, ja, glücklich über die Kale, würde ich mal sagen, dass ihr letzte Dupe. Anyways, bis dahin hoffe ich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen ein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.